Hallo und willkommen zu meinem neuen Video. Heute bereiten wir leckere Eierlikörkekse zu. Die genauen Mengenangaben findet ihr wie immer in meiner Infobox. Zuerst wird das Mehl in eine Schüssel gesiebt. Mein Mehlsieb verlinke ich euch auch in meiner Infobox. Es ist einfach super praktisch. Zu dem gesiebten Mehl geben wir jetzt den Vanillezucker, den Staubzucker und die geriebenen Nüsse dazu und rühren es einmal kurz um. Zum Schluss geben wir noch die geriebene Butter dazu und dann wird der Teig geknetet. Den Teig nochmals ordentlich mit den Händen durchkneten. Ich habe meinen Teig halbiert, damit er schneller kühlt. Der Teig wird nun in Frischhaltefolie gewickelt und muss für eine Stunde in den Kühlschrank. In der Zeit bereiten wir unsere Eierlikörcreme zu. Die genauen Zutatenangaben findet ihr auch in meiner Infobox. Für die Eierlikörcreme einen Teil der Milch erwärmen und den anderen Teil mit dem Puddingpulver verrühren. Das Milch-Puddingpulver-Gemisch in die lauwarme Milch rühren. Anschließend die Butter dazugeben. Wenn die Butter geschmolzen ist, rührt ihr den gesiebten Staubzucker dazu. Nun unter ständigem Rühren kurz aufkochen lassen. Zum Schluss den Topf vom Herd nehmen, die Herdplatte ausschalten und den Eierlikör unterrühren. Die Creme öfters umrühren und vollständig auskühlen lassen. Nun den Teig nochmals mit den Händen durchkneten und ausrollen auf ca. 4 mm. Nun mit einem Linseausstecher gleich viele Oberteile wie Unterteile ausstechen. Die Kekse werden bei 170 Grad Umluft für 12 Minuten gebacken. Nun die Kekse ein wenig abkühlen lassen und dann mit der Eierlikörcreme füllen. Circa einen halben Teelöffel. Anschließend mit Staubzucker bestreuen. Ich hoffe sehr, euch hat mein Video wieder gefallen und freue mich bis zum nächsten Mal. Eure Kathi.